Mein Freund, heute sind wir mit einem weiteren Indie-Spiel unterwegs. Es wird Titan Souls genannt. Wem Titan Souls noch nichts sagt, der schaut jetzt mit mir in dieses Spiel hinein. Titan, vielleicht klingelt es dabei jemanden noch. Wir wollen ein neues Spiel und starten los. So, also unsere Fähigkeit ist Rollen und diesen Bogenschuss anziehen. Okay, A halten zum Laufen. Okay, das merken wir uns. Das war wichtig, das ist unser Speicherpunkt. Ja, und dann schauen wir mal, was uns in diesem Raum hier erwartet. Ich habe die Zeit mal zum Gag angemacht, weil das Spiel ist etwas Besonderes. Da wurde ich von dem Blob getötet. Ja, Titan Souls ist nichts anderes als Bosskämpfe in einem ganz großen Stil. Was heißt ganz groß? Es sind, wenn ich mich irre, 14 Bosse oder so. I don't know. Irgendwie sowas. Und ja, jeder hat seine Schwachstelle und Fähigkeit. Und dieser Blob, der teilt sich, wenn man ihn angreift. Hoppala. Oh, 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 oh. Jetzt werde ich eingekesselt. Oh nein, oh nein. Der Schleim, der slowt. So, jetzt liegt das Herz frei. Jetzt muss ich nur noch das Herz erwischen, aber es sieht einfacher als aus. Verdammt! Da wurde ich getötet. Ja, da habe ich unnötigerweise den Blob aufgeteilt. Natürlich. Geht bestimmt besser. Nehme ich nur die nötigsten Teile von dem Blob. Aufteile. Genau. Verdammt.
Bäm! 1st Blood. Ja, und da habe ich den Blob besiegt. 4 Minuten hat es gedauert. War aber auch einfach, muss man sagen. So, ja. Und unsere Aufgabe besteht halt darin, diese Bosse zu besiegen. Es gibt keine Mobs, keine Random Encounters, keine XP oder sonst irgendwas, sondern nur diese Bosse. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe doch... Okay. Nee, der ist tot. Ich wollte nur sicher gehen, weil unten wurde nicht angezeigt, dass der tot ist. Sieht hier normalerweise... Ah, jetzt leuchtet es auf. Genau, alles klar, passt. So, dann wollen wir mal schauen, was uns hier erwartet. Natürlich kommt später schwierigere Bosse. Und das ist der Würfel des Todes, oder was? Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Wie dumm bin ich eigentlich? Direkt in der Nähe des Würfels zu stehen und ihn anzuschießen, damit er mich ja platt walzt. Tja, ja, ich muss schauen. Das Auge ist natürlich der Schwachpunkt. Da gibt es so eine kurze Zeit, wo er nicht schießt. In dieser kurzen Zeit muss ich... Ups. In dieser kurzen Zeit muss ich versuchen, das Auge zu treffen. Ob er dann tot ist, weiß ich auch nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Lol. Das war dumm. Also, was hab ich erwartet, dass passiert? Ja, also, was wäre die Lösung gewesen? Also, keine Ahnung. Mensch. Einfach den Scheißfall liegen lassen. Okay, das ist schon mal ein härterer Boss. Da war der Block um einziges einfacher. Verdammt. Verdammt, habt ihr das gesehen? Der hat sich abgestoßen und war für eine kurze Zeit am Auge verwundbar, bevor er das Auge geschlossen hat. Das ist nicht ganz so nice, ne? Ja, wie soll ich den denn da im Eck abschießen? Was habe ich mir dadurch erhofft? Ich weiß es auch nicht. Stellt sich bestimmt ganz dumm an und so. Ja, ich höre euch. Ach, verdammt. Nicht direkte Wege, nicht direkte und Abkürzungen, immer schön den Bogen laufen. Immer einen schönen Bogen, nicht, dass der direkt verbinden kann. Das wollen wir ja vermeiden. Bäm, das war's. Nein, lauf! Nein. Tja. Was
genau das zu einem sagen soll, man weiß es nicht. Aber den zweiten Titan besiegt. Mal schauen, was uns hier erwartet. Oh nein, der Eiswürfel. Okay, ich muss den irgendwie schmelzen. Die Frage ist, ich schätze mal irgendwie so. Du musst auf jeden Fall mit voller Wucht. Schwierig, schwierig. Ups! Ich check den Boss nicht ganz. Durch das Abprallen muss dann theoretisch, praktisch auch, muss er dann in die Flamme rein. Ich selbst kann aber diese Flamme nicht auslösen. Lol. Das ist auch wieder so ein Fall. Ey, erst laufen, dann den Pfeil holen. So, ich kenne einige Bosse natürlich vom Aussehen her. Ich habe das auch schon mal irgendwo das Spiel gesehen. Und ich kenne ein paar Bosse, was sagen wir mal, mehr oder minder grob. Eventuell muss ich mehr riskieren. Eventuell muss ich mehr riskieren. Und zwar, dass ich näher dran bin, damit er sich schnell beschleunigt. Und dann, abprallt und in die Flamme reinläuft. Aber das ist ja sackschwer. Das ist ja noch schwerer als dieser fucking Würfel. Oh, komm, so ein bisschen, so ein Schlag mit dem Kopf auf das Eis kann euch so wehtun. Wahnsinn, ey. Check nicht, was das Spiel von mir verlangt. Ja, jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst. Äh,
wie kann ich das zum Vorteil nutzen, dass das ein fucking Eisblock ist und dass er rutscht. Bis jetzt ist er nicht schnell genug. Ey, was erwarte ich? Was, bitteschön? Prozent der Tode einfach nur Dummheit. Ey, boah. Fuck, ey, was? Ich raff das Prinzip nicht. Sorry, aber irgendwie macht's nicht Klick wie bei den anderen. Wir schauen uns mal den Boss oben an. Wir müssen die nicht in Reihenfolge machen. Deswegen lasst uns doch anschauen, was der eine. Oh, das ist der Fausttyp. Der ist gemein. Aber der. Ja, wenn die Fäuste dann dreimal schlagen, tauschen, draufhauen. Ob es den tötet? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat sowas wie Unfaires wie Leben oder so. Er hat man wenigstens Zeit, seinen fucking Pfeil zu holen. Ja, das ist natürlich Präzision. Hatte zweimal jetzt die Chance zu schießen. Und zweiten Mal eher mehr schlecht als recht. Aber okay. Ja, der Schuss, er ging mal voll daneben.